Hi und willkommen. Mein Name ist Nero LP. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Mario Party Trademark. Genau, Trademark. Jetzt Programm war unser erstes Brett abgeschlossen. Marios Rainbow Castle und naja, mit schlimmem Ergebnis. Ja. Schaut den Part an, dann wisst ihr warum. Ja. Deswegen gehen wir jetzt ins nächste Brett. Einer. Oh. Dieses Mal wird es ein bisschen einfacher laufen. Ja. Weil wir wissen, wer welche Charaktere wir nicht mehr mitnehmen. Ja. So. Ich fand eigentlich 20 Züge war eigentlich schon genug. So, ne? Ja, gut. Oder? Ja. Und ja. Ein junger Yoshi. So, ein bisschen Abwechslung, ne, würde ich sagen. Ne? Luigi. Old Peach. Ja, Patch. Und machen wir wieder alle normal. Ja. Ich habe so ein Gefühl, die Schwierigkeit der CPU hat nicht so viel Auswirkung auf all das. Ne. Und hier waren wir letztes Mal, ne? Das heißt, ja. Jetzt, ne? Wir waren beim letzten Mal auf Marios Rainbow Castle. Ins Dschungelabenteuer, ne? Gut, dann gehen wir jetzt in den Dschungel. Kongo Bongo, das ist der Bananenhammer. Wow! Boah, Donkey Kongs Abenteuer, eine absolut schreckliche Serie. Weiß auch gar nicht mehr. Ich habe letztens irgendwie so ein paar Clips gesehen, die CGI ist sehr schlimm, aber... Ja, die CGI ist mega schlimm. Ich habe jetzt nicht so unglaublich schlimm in Erinnerung, aber ich habe ja irgendwie gar nicht in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, dass Donkey Kong da vorkam und Diddy und Punky. Ja. Und auch Dixie und auch Candy. Ja. Ja, ich bin Koopa, ich werde euch herumführen. Hier im Dschungel steht eine mysteriöse Ruine. Eine Legende erzählt, dass darin ein großer Schatz versteckt sei. Wenn ihr den Schatz sucht, werdet ihr ihn sicher finden. Aber Vorsicht, hier sind viele Fallen versteckt. Betretet auf keinen Fall Fragezeichenfelder, da ihr auf ihn nicht sicher seid. Okay, Startreihenfolge. Okay. Hast du das Gefühl, dieses Mal bin ich... Wieder Dritter. Und ich darf wieder anfangen. Yeah! Yeah. Ich würde sagen, nach 10 Runden machen wir irgendwie... War mit Cut. Ne? Ja. Ja. Irgendwie der letzte Part war irgendwie länger als der andere. Ja, gut. Ja, gut, okay, wir hatten auch beim letzten Mal auch das Intro mit drin. Und die ganze Erklärung und all das. Hm. Oh, muss man jedes Mal einstellen? Ja, das muss ich jedes Mal einstellen. Das ist ja noch schädlich. Aber. Ja, wir wissen ja. Ja, dass sich das alles ändern kann. Ja. Oh, ich bin aber vor. Den nicht. Muss ich mal annehmen. Muss ich bezahlen, ne? Ja, den musst du bezahlen. Wie viel? 10 Münzen. Okay. Danke. Ja, mal so bleibt die richtige Richtung, ist aber egal. Ja, ziemlich ausgeglichen, ja. Langweilig. Hey, Pilz durcheinander. Na, das haben wir vor und das haben wir vorhin gespielt. Also für euch ein paar Part wird es natürlich nicht so sein, aber für uns. Ja. Und mach jetzt nicht wieder so einen Quatsch. Meinst du das hier? Ja, genau das. Jetzt habe ich auf die Fahne geachtet. Ist mal grün. Na. Hi. Hi. Na, Dreck. Dreck, ey.
Die Versuchung ist so groß. Ich weiß, dass die Versuchung groß ist, aber du musst dir widerstehen. Kannst du was nur deiner eigenen Prinzessin antun, ey? Tja. Lässt sich ja halt immer für immer viel zu dumm entführen. Deswegen hat sie es verdient. Und jetzt eigentlich von dem Mario Trailer in dem Film. Ich habe ihn gesehen, hey, boah, der sah richtig gut aus. Ja. Also wir wissen ja, dass Jack Black ja Bowser spielt. Mhm. Und Chris Pratt ja Mario. So, also, der Trailer sah auch gut aus. Ich habe auch schon tatsächlich einen 8-Bit-Trailer gesehen, tatsächlich. Mhm. Auch der sah mega cool aus. Ja, es gibt tatsächlich einen 8-Bit-Trailer davon. Okay. Von Vegas habe ich irgendwie gehört, dass einige Leute sich beschwert haben und irgendwie die gleiche Situation irgendwie haben wollen wie mit dem Sonic-Film, dass irgendwie die CGI nochmal bearbeitet werden soll oder so. Also ich finde, dass es dort auf jeden Fall sehr, sehr viel besser ist. Oh mein Gott. Hast du da Peach? Kannst du da mal auch mit B zur Seite schwingen? Ah. Okay, danke. Okay. Aber kein, da, kein Luigi. Was du da? Hey, Alter! Das ist aber kein. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Hey, mein Hammer! Ihr könnt mir ihn wegnehmen. Meiner. Ja, meins! Wir hatten jetzt ja. Oh mein Gott, du hast ihn aber schon wieder. Boah. Ja, natürlich. Also weg. Ah, weg, du hast meine. Finger weg, du hast Tollwut. Finger weg. Könnt ihr nicht hin? Nein. Finger weg, du hast Tollwut. Au. Da, überhaupt mein Ziel, ey. Muss ich irgendwie Münzen sammeln? Ja, wir mussten alle Münzen sammeln. Wir konnten alle Münzen sammeln. Aber ich konnte gar nicht springen mit meinem Hammer. Ja, du kannst nicht springen mit dem Hammer. Oh. Oh, boah, ich wollte schon sagen, bitte keine 3, ey. Ich hab mich irgendwie nur darauf fokussiert, euch zu verprügeln. Du bist ja gewalttätig. Oh, Falle! Warte, bin ich nicht da? Nee. Oder? Nee. Du bist doch ganz am Anfang. Ich weiß nicht, wie das Bad funktioniert. Da stehst du doch. Ja. Ey Mann, Daniro, du kommst ja echt mit großen Schritten voran. An meine Anerkennung. Naja. Ist er jetzt aufgegangen? Wirst du gleich sehen. Skateboard-Fieber! Na, das hatten wir noch nicht, ne? Ne, das hatten wir noch nicht. Ist aber auch ein cooles Spiel. Boah, geil. Der Boden, über den die Spieler rollen, bricht weg. Drücke wiederholt B, um Schwung zu holen. Und A, um zu springen. Spring nicht nur über Hindernisse, sondern sammle auch in der Luft schwebende Münzen mit einem Sprung ein. Okay. Kein Ding. Außer irgendwas läuft katastrophal schief. Was vielleicht passieren könnte. Oh Mann. Ja, natürlich. Ach, hast deinen Münzsack verpasst. Ah! Ah! Ist überhaupt ein Rennen oder so? Glaub nicht, ne? Oder? Was? Wieso ich war ziemlich sicher, dass ich war ziemlich sicher, dass ich zuerst da war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht als erster da war, aber okay.
Ja, deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass ich als erstes da war. Los, Bo. Stehle vor meinem Bruder. Was machst du da, Bruder? Was die meisten Münzen? Du hast die meisten Münzen, mein Bruder. Das ist Alltag, Luigi. Oh. Yeah. Warte, hätte ich nicht auf Nein drücken müssen? Eigentlich schon. Ja, ne? Dieses Gesicht aus. Angeblich, ja, angeblich ist sie. Ist irgendwo in den Ruinen ein Schatz versteckt. Meint ihr es ist etwas Wahres daran? Weiß es ja nicht. Wo ist denn der nächste Stern? Oh, geil! Bin ich direkt vor dir? Ja, der ist direkt in meiner Nähe. Was ist das denn? Ja, Dreck! Nee, das ist eins von diesen Spielen. Ja, es ist eins von diesen Spielen. Komm zurück zum Start, hier sind 200 Euro. Nein, ja. Ja, Moment mal, falsches Spiel. Die Tür öffnet sich nämlich nur wenn du 20 Münzen hast. Das ist eine Abkürzung, alle, ne? Ja, ist dann eine Abkürzung. Weil alle, die weniger als 20 Münzen haben, sagt dann die Tür so, da kommst du nicht rein. Wir sind nur alle am Anfang hier, ey. Ja. Gibt's doch nicht. Doch, bei Walla. Dann kann sich jetzt gleich schon den nächsten Stern einsacken. Schatztaucher. Okay. Tauche tief hinab und berge die Schatztruhe vom Meeresgrund. Drücke A, um zu tauchen. Natürlich mehr mit Hilfe des Control-Sticks auch bewegen. Wir müssen so viele drum wie möglich sammeln. Wir dürfen natürlich nicht die Blooper und den Hammer und den Heinz, also der Hai, da berühren. Oh Mann. Weil sonst verlierst du die Truhe. Geh weg! Niemals. Nein. Meine. Badadadam, badam, bam, bam, badam, bam. Okay. Ach. 14. Oh. Hallo Toad, ich nehme gerne diesen Stern für dich ab. Yay! Aber warte, Moment, ich hätte schon wieder Nein drücken müssen. Voll verkehrte Platzierung, ey. Der Sage nach handelt es sich bei dem Schatz um eine goldene Banane. Wusstet ihr das schon? Oh, Banane. Wo ist denn der nächste Stern? Hey, da bin ich. Sehr gut. Oh ja, genau. Du stehst direkt davor. Cool. Siehst du? Ich tu den Gefallen. Okay. Solange ich jetzt nicht 10 Münzen irgendwie verliere. Ne, ich bin da unten. Doch 10 Münzen kann ich verlieren. Ist eigentlich auch voll doof. Ne, die kriegt den sowieso nicht mehr. Wollte ich gerade sagen, kriegt ihn doch eh nicht. Oder? Nein. Außer ich würfel eine 1. Ja, dann könnte es kommen. Deswegen hoffe ich, dass du jetzt keine 1 würfelst. Nein. Hast du ein Glück? Nein! Ja. Ich bin auf dem zweiten Platz. Ja. Ich habe ja 2 Sterne und du einen. Die gesamte Ruine ist voller Fallen. Seid also vorsichtig. Ach, wart. Okay.
Das ist ziemlich weit entfernt von jedem. Ja. Bin gleich auf Luigi. Gute Arbeit. Oh. Alle auf den Klempner. Yeah. Oh. Okay. Warum nicht das große Münz prügeln? Also können wir wieder nichts machen. Ja, da können wir nichts machen. Wie ist denn das bitte schön ein Spiel gegen einer gegen drei, ey? Weil der einzige Spieler die Truhe bewegt. Das stimmt, aber dabei ist bei der Minispielinsel, da ist das Spiel natürlich auch dabei und da musst du halt die Truhe so reinwerfen, dass die Truhe auch zu dir hinkommt. Erst dann kannst du diesen Level abschließen. Oh, ich hätte die ganz links reingepackt. Wenn dann. Oh. Danke! Danke, mein Brother! Ich hätte die ganz links reingepackt, die wäre sogar auf mich gelandet, ey. Hast du das gesehen? Ich könnte das überhaupt nicht. Also ich habe mir halt nicht gemerkt, ich habe geraten bei links, aber. Wäre bei mir gelandet auf jeden Fall dann. Ich weiß ja nicht, wie gut ihr seid in den Kommentaren, aber könntet ihr das erkennen, wenn das Labyrinth so nach oben scrollt? Nee. Und? Nee. Ist halt so eine Frage für diejenigen in den Kommentaren sind. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das könnt. So, 10 bitte. Okay, geht auch. Ja, gut, 7 geht auch. Kaching, blang. Du musst, glaube ich, nach oben. Ja. Für die ganze mit dem Steuerkreuz, aber passiert nichts. Ja, das geht leider nicht. Okay, sehr gut. Er muss bezahlen für das Ding. Ja, willst du meinen Pfad passieren? Nee, kostenlos. Aber den anderen hast du auch gerade durchgelassen. Ja. Was spielen wir denn jetzt? Kanoneninsel nochmal. Oh Gott, ich wollte eigentlich echt gestrandet spielen oder zumindest nicht Feuerspringen. Feuerspringen ist ein richtig beschissenes Spiel. Piu, piu. Na gut, dann spielen wir mal ein bisschen passiv. Kannst doch gar nicht. Du kannst nicht passiv spielen. Du hast recht. Ah, bleib weg von mir. Sven. Oh! Geh weg, Luigi. Oh. Okay. Da 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 dam da dam 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 da dam dam. Luigi da Breakdance? Ja. Das ist der Luigi Dance. Und durch seinen Dance ist er jetzt auf Platz 3. Hm. Oh, ich komm ja voran. Ja, sieht gut aus, möchte ich jetzt. Oh nee. Holt die ganze Szene aus, ey. Hm, könnt ihr dir jetzt den Stern vor der Nase wegschnappen? Oh. Ich glaub, hier reicht nicht, aber. Oder? Ich glaube doch. Nein, kostenlos. Ah ne, doch nicht ganz. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. Du brauchst eine 5. Jawohl. Oh, eine 6. Geh einen Schritt weit. Ja, ich mache mal Platz, ne? Hallo, Schnonne. Hast du gesehen, auf welchem Feld du landest? Ja. Ich bin, glaube ich, noch einen Stern vor eingesiedelt, ey. Ja. Jetzt hast du auch 2 Sterne. Das gibt's nicht. Gebt nicht auf. Weicht den Fallen aus. Ich bin sicher, wenn ihr weitersucht, findet ihr den Schatz. Okay, wo ist der nächste Stern? Ich glaube, der nächste Stern ist. Ach, da ist er. Das ist sehr weit entfernt.
So weit ist es da garantiert nicht weg, aber für dich ist es gerade sowieso völlig sinnfrei, weil du da nicht hinkommst. Erstmal okay. Bowserfeld. Ja, 100 Sterne, Boss, wäre natürlich super. Holzen von Bowser. Na gut. So viel habe ich jetzt auch nicht verloren. Würde ich sagen dann. Ich glaube, er hätte gesagt, das wären 20 Münzen für Bowser. Ja. Ey. Blumige Münzdusche. Wo sind das? Das ist ein Bonusspiel. Für dich ganz gut. Die Münzen fallen wie ein Geldring auf die Blume. Jeder sammelt so viele Münzen, wie er kann. Je näher du dem Rand der Blume kommst, desto stärker neigt sie sich. Versuche aber dabei nicht ins Wasser zu fallen. Okay. Werde nicht zu gierig und fall nicht herunter. Ach, ihr seid unten, ich bin oben, oder was? Ja, genau. Also alle Münzen, die du halt nicht sammelst, die fallen irgendwann ins Wasser und die können wir einsammeln. Ah, okay. Seht euch diesen greedigen Dino an. Ich muss mein Geld wieder verdienen. Bowser hat mir voll viel abgenommen. Er hatte 12 Münzen abgenommen, jetzt sei mal nicht so. Ja, ich muss wieder holen. Aber gut. Ich hab gar nichts bekommen. Jawohl. Ich hab keine Ahnung, wie viel. Eine Menge. Ich glaub 30 oder so. Ich hab gar nichts bekommen. Nur so genug. Das ist 55. Ich will aber mehr. 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 Mehr, 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 mehr. Dann verstehst du eigentlich, ja, was mehr bedeutet. Ja. Mehr. Mehr. Jedenfalls nenne ich dich nicht Stucki. Ja. Mehr. 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 So. Oh, sehr gut. Hm. Münzen stehlen. Ich muss gerade sehr viele Münzen. Von daher komm mal her. Nein! Ja, weg! Hier ja. Weg! 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Verdammt, weg! Wieso wenig? Ey? Ich glaube, bei dir geht's nur gut. Hier muss ich sagen, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, perfekt. Oh, da ist ein eigenes Feld. Verdammt. Du suchst nach Schätzen, oder? Lass mich dir dies geben. Wunderschön, nicht wahr? Das will ich aber nicht. Dies ist ein bisschen mystisches Geheimnis. Eine vergoldete Bowser-Statue. Ich gebe sie dir. Hierfür nur 10 Münzen. Okay. Ach übrigens, die Statue ist absolut nutzlos. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich bin Sternaufhalter, ne? Ja, Luigi bleibt mir fern. Okay. Wenn ich tauschen. Gefährlicher Seiltanz. Ich hab genug vom Buttonmashen gedreht. Die Person auf dem Seil musste bis über die Ziellinie laufen. Die anderen feuern ihre Kanonen mit A ab. Achte auf den Wind. Nicht nur die Kanonenkugeln können dich aus der Balance bringen, auch der starke Wind kann es. Ist ja geil. Einfach abballern. Was ist das, Mario? Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Da habt ihr euch! Aua! Da habt ihr euch alle!
Sagt ihm, wie wir das hier auf der See regeln. Warst du noch nie auf der See? Wo? Ich war schon mal auf der See. Gut gemacht, Luigi. Aua! Habe ich schon 1000 Mal getroffen, ne? Aber irgendwie passiert nie was. Ich werde nicht vom Seil runterfallen. Pass auf, da kommt Wind. Gibt's nicht. Ha! Geschafft! Ich hab dich so oft getroffen, Mann. Oh, warte, wir verlieren auch noch. Ja, klar. Halt nicht. Wir so oft nur keine Unkugel ins Gesicht geschossen. Aber welche Runde sind wir überhaupt? Nein. Oder das Spiel sagt auch, wenn da noch 10 sind, ne? Ja, stimmt. Ich war mir nicht sicher gewesen. Oh nein. Oh Gott. Nein! Wenn ich von mir gestohlen hätte, dann hätte ich mir einen Stern nicht leisten können. Das war mein Ziel gewesen. Ha! Okay. Geschieht dir recht! Das geschieht dir so recht. Okay. Warum? Was? I don't know. Ich glaube, der hat schon aufgegeben. Know. Okay. Weiter. Ja! Nein, ja. Du hättest. Nein! Vergiss es doch jedes Mal. Ja. Bist du auch so einer, der es immer wieder vergisst? Immer dieser Vergesser. Ihr braucht einen Schlüssel, um den Schatz zu bergen. Oh. Was für einer ist, von keine Ahnung. Verdammter Dreck! Jetzt genau da hinter euch, ey. Ja. Da bin ich schon auf dem. Oh! Ich schon wieder. Ja, viele lustige Spiele für Daniro. Ich habe so viele Schildkröten getötet, wenn ich nur noch einen sehe. Gott, beschissene Viecher. Ich bin froh, dass es nicht der Bowser-Umbruch ist. Ja, was willst du? Ich habe keine Münzen mehr. Ich kann dir nichts geben. Doch, du hast noch Münzen. Ja, aber nicht mehr viele. Hier, boom. 10 Münzen, boom. Von wem? Mario. Nein! Mann. Ich hätte sowieso nicht viel verlieren können, also. Ja, und trotzdem. Ja, du hattest 5 Münzen. Hätte es ihm auch geben können. Ja, Dreck! Oh Gott sei Dank. Verdammter Dreck! Alle klauen sie den Münzen. Verdammter Dreck! Ich wollte keine 50 Münzen hatte vorhin. Da kann sich ja alles noch umdrehen. Letztes Mal war ich auch in Führung, dann am Ende war ich letzter. Ja, wie auch immer das geschehen konnte. Röhrenlabyrinth. So, ich versuche mal das Labyrinth zu visualisieren. Wir gucken auf der Treppe. Nee. Die ist richtig. Ich gehe lang. Verdammt! Ja, verfolg mal deine. Ich hatte nämlich schon mal. Meins hatte ich tatsächlich analysiert. Nein. Obwohl. Hey! Es ist deine! Yay! Meine war tatsächlich die ganz linke. Schön. Verdammt! Okay, ich glaube, eine Runde können wir noch trotzdem. Ja, komm, machen wir noch eine Runde. Ja, wir haben nur 29 Minuten. Okay. Jetzt machen wir langsamer. Verdammt! Uff. Hallo Luigi. Wer hat's doch geklaut, ey. Na jetzt klau ich doppelt und dreifach. Luigi, man wendet sich nicht gegen Familie. Genau. Ich bin doch nicht lebensmüde, ich gehe doch nicht zum Bowser. Okay.
Okay. Sie nimmt einen riesigen Umweg, habe ich so gehört. Vielleicht doch nicht ganz. Es ist nichts passiert. Das okay. Ist aber doch ein Buhu. Oh. Aber jetzt muss ich bezahlen. Was meinst du, wie viele Matratzen sind das? 10. Ja, Dreck. Hier steckt, er steckt daran. Eigentlich wäre Zeug da. Musst du dagegen. Okay. Produktiver Zug für Luigi. Absolut. Das ist ein Haufen Wahnsinn. Ja. Okay, draußen bleiben. Wir bleiben noch mal draußen. Wir haben keinen Zutritt. Okay. Okay, Luigi, du regelst das. Ja. Ah, warum auf mich? Das Make Beach. Okay. Wollte gerade sagen, hast du es jetzt mal? Ich habe ehrlich gesagt wortwörtlich geplant, nichts zu machen in diesem Spiel. Daniro wins by absolutely doing nothing. Man kann auch sehen, ich habe mich am Anfang überhaupt nicht bewegt, bis Luigi mir den Schlüssel zugeworfen hat. Ja. Ja, oder? Wie das Ganze jetzt aber weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Ja. Also? Wenn die letzten 10 Runden beginnen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Schisikowski.